So, ich bin jetzt wieder hier. Ich war bei der Kiste, habe die Sachen da reingepackt und bin eigentlich wieder hier zurückgekommen, um nochmal diesen einen Schlüssel einzusammeln von der Galerie. Kleiner Hai, Hai, Hai. Ist der andere weg? Oh, der andere ist weg. So, reiße ich den Schlüssel. Ja, da steht aber drauf Galerie. Das Wort Galerie ist eingraviert. Jawohl. Da, 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 da. So. Wer hat nur diesen Schlüssel da in diesen Kasten da reingelegt? Was ist das? Ach ja, das Kampfgewehr muss ich noch mitnehmen. Aha. Schön. Hätte ich mir das auch glatt vergessen. Na, dann kann da jetzt hier losgehen in die Galerie. Bin ich mal gespannt, ob da tolle Bilder zu sehen sind. Und wenn ja, was für Bilder oder Gemälde. Hängen da Bilder von irgendwelchen Lümmelmännern oder keine Ahnung was. Das ist also schon ganz merkwürdig gebaut hier, ey. Da hast du unter dein Haus eigentlich eine Anlage mit Wasser und Haie drin und überhaupt. So, Galerieschlüssel. Und sie brauchen die nicht mehr. Na toll. Ablegen, jawohl. Gib nur eine Galerie. Okay, hier summt es auch wieder so gefährlich. Eieiei, 1, 2, 3 rote Türen. Okay, und allerhand rot. Oh, wow, da kommen Wespen an, Bienen angeflogen, was auch immer. Moment. Ich habe jetzt mein Messer nicht dabei. Da muss ich doch glatt mein Messer noch mal holen. Habe ich hier abgelegt, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Ich würde mal sagen, dann kann ich das ja vorsichtshalber mal speichern. Wenn da so viele Bienen, Wespen ankommen und mich da auf jeden Fall eine, zwei stechen, naja, ich weiß nicht, wie viele da sind und wie lange ich das denn aushalte. Ich würde mal sagen, ich wechsle das erstmal so zu einem grünen Kraut. So, Moment. Vorsichtshalber speichern. Jetzt habe ich ja einiges wieder eingesammelt. Jawohl, jetzt kann man das wieder machen. Ich mache das hier bei 3. Eieiei. Speichern beendet. Alles klar. So, dann wird das wieder abgelegt. Der Rest hier. So. Ich könnte. Oder? Ich bin ja mit 12 voll. Okay.
Ja. Was wird mich da noch erwarten, außer die Wespen? Ach Mensch, jetzt habe ich das Messer vergessen. Ah, Idiot. Ah, ich habe das Messer nicht. Okay, Moment. Ach Mensch, ich wollte das Messer doch mitnehmen. Jetzt dauert das erstmal wieder 20 Sekunden länger. Oder so. Entschuldigung, hab das Messer vergessen. So, dann gib mal das Messer her. Kampfmesser. Dann wird es auch gleich ausgerüstet. Weil die Wespen dazu töten mit einer anderen Waffe und so, das wäre einfach nur Munitionverschwendung. Mit so einem Gewehr auf die Wespen, Alter. Das wäre ja sowas von unnötig. So, und geh doch mal darunter, du Düdel. Haha. So, rein in die Galerie. Okay. Oh, hallo. Ja. Wieso sticht er denn nicht? Das ist aber schwer, du kannst dich gar nicht bewegen. Und hau doch mal zu, Alter. Der haut nicht zu. Hau doch zu jetzt. Bin voll verrückter wie am Drücken, ey. Alter. Na, ist er gelb geworden, ey. Ewigkeiten am Drücken, am Drücken, am Drücken, am Drücken, nochmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken, ey, und der macht nichts. Okay, rotes Gold. Das können wir ja gut hier zusammen machen. So. Ist die Tür, die ist rot. Mal gucken. Die ist von der anderen Seite blockiert. Na toll, auf der anderen Seite ist eine Treppe. Komme ich denn jetzt an die Treppe dran auf der anderen Seite? Hier ist eine 03. Auf der Tür steht 03, ja, toll. Wer ist das denn? Sie hält etwas fest. Insektenspray. Okay. Moment. Ach du heilige Maria. Da ist aber ein Riesending. Kann ich durch das Loch machen hinten, ne? Eine Sammlung diverser Reagenzgläser und so weiter. Was verwenden? Ach, da sind die Augen, Alter. Guck dir das mal an. Das sind die Augen jetzt erst. Wow, du hast die Lampen irgendwo in einem Raum mit den Bärkugeln. Oh Gott, wie war das noch?
Ja, genau, das sind die Farben hier, warte mal. Ich glaube, zuerst kam Rot. War nicht die 3 rot? Weiß ich jetzt gar nicht. Gelb? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich nochmal gucken, welche Kugeln das waren. 3, weiß ich nicht. 4, 6 oder was? 3, 5, 6 oder was? Ne, oder 2? Oder doch 4? Weiß ich gar nicht. Da hätte ich die 4 und da haben wir die 3, aber es könnte auch 2, nein. Gut, da kann ich jetzt einfach erstmal nur. Ich habe das jetzt. Okay, ich muss mir die Nummer noch mal angucken und dann am besten ein Foto mal davon machen. So, aber erstmal werde ich hier spritzen. Damit die alle da drauf gehen. Jeppa. So. Na, heb doch auf, Mann. So, aber da ist auch noch was. Ein Schlüssel. Da fehlt aber bestimmt jetzt die anderen Türen mit auf. Die hier noch rot sind, oder? Ach nee, das ist 003. Okay. Gut, da ist 003. Und ich brauche den nicht mehr, natürlich. Da blinkt gleich was. Oh, mitnehmen. Und das gleich noch eine Tür. Wahnsinn. Eine Tür neben der anderen. Der kleine Raum ist rot. Voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Immer wenn wir was gezogen haben, kam immer ein Dings angelaufen. Aber gut. Oder irgendwo kam da was rausgekrabbelt. Und überhaupt. Da ist etwas in der Badewanne. Oh. Okay, der geht mit. Gut.
so, warte mal, hier, genau, da kann ich doch das Buch reintun, aber das habe ich jetzt im Moment nicht. Das habe ich in der Kiste. Das kann ich mitnehmen, aber so steht denn da. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit den Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Ah, ja. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Ah ja, wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben. V-Jod. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jod direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. V-Jod lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßem Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Oha. Die mal. Oh. Natürlich. Rot, gelb, grün, orange, blau, dunkelbraun. Donnerwetter. Na gut. Aber hier sehe ich aber keine Kiste. Schreibmaschine ist da. Ja, die Inventarbox ist auf der anderen Seite. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal die Folge beenden und mache dann nächstes Mal weiter. Hier ist auch eine Kiste, da kann noch ein paar Sachen rein tun. Und dann werde ich nochmal da nach den einen Raum hingehen, wo ich mir die Dingens, warte mal, ja, angucken kann, nochmal diese Kugeln da oder mal ein Foto davon machen. So, dann speichere ich das Ganze mal. Nummer 1 nehme ich jetzt mal. Komm mal her. So. Und dann sage ich danke und dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Bye bye.